Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und ja, entschuldigt, falls ich ein bisschen Nase ziehe, aber ja, es fällt mir irgendwie schwer, aber ich wollte euch einfach auch mal diese Seite meines Lebens zeigen, nämlich die Seite, wenn ich total verzweifelt bin. Ich erzähle euch die Geschichte und ja. Ich möchte auf jeden Fall, dass ihr daran teilhaben könnt. Und für alle, die jetzt sich fragen, wie kann man verzweifelt sein, ohne Gefühle zu haben, wie ich schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, das ich vielleicht jetzt hier einblende, wenn ihr ein i angezeigt habt, einfach draufklicken, dann wird das Video angezeigt, wenn ich mich daran erinnere, dass ich das machen wollte. Ja, das ist so typisch Elena. Und ja. Ich habe schon mal die Theorie aufgestellt, dass wenn irgendwelche Dinge passieren, die mich so erschüttern, dass ich mehr oder weniger, ja, so grund bis ins Mark erschüttert bin, dass dann sogar ich in der Lage bin, Gefühlsregungen zu haben. Und eine Sache, die mich jedes Mal erschüttert und die mir auch unglaublich schwer fällt, ist, wenn irgendwas mit meinem Computer ist. Also, ich bin jemand, mein Telefon klingelt. Ich bin jemand, bei dem sehr viele Sachen über meinen Computer laufen. Ich zum Beispiel, also mein ganzer Kontakt mit Theo ist über meinen Computer. Oder meine meisten sozialen Interaktionen laufen über den Computer. Und auch sowas wie einfach meine Infos. Ich bin jemand, der so viel fernsieht und ja. Und deswegen informiere ich mich sehr viel über meinen Computer. Und es ist auch so, ich kann es jetzt sagen, wie ich es will, aber mein Leben ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sagen muss, ich habe jeden Tag heute China, morgen Australien, übermorgen, jetzt wollte ich sagen Peking, aber das ist glaube ich auch China. Entschuldigt, morgen Madrid. Ich erlebe nicht besonders viel. Und deswegen ist für mich wirklich besonders wichtig, dass ich meinen Computer habe, weil der mir zumindest so ein bisschen eine Möglichkeit, etwas über die Welt da draußen zu erfahren gibt. Und jetzt hat sich Folgendes zugetragen. Ungefähr vor 5, 6 Monaten, wenn nicht sogar schon einem halben Jahr, ist mein Computer sehr langsam geworden. Anfangs habe ich mir gedacht, meine Mutter hat es dann so nett formuliert, ist er jetzt langsam oder ist er Asperger langsam oder ist er Elena langsam? Weil da muss man wirklich unterscheiden. Und ich habe damals noch aus Unsicherheit gesagt, ich glaube, der ist einfach nur für mich sehr langsam geworden. Und habe dann mich informiert und der eben, wo ich meinen Mac her habe, hat dann zu mir gesagt, ja, dass ich ja einfach meine RAM aufstocken kann, weil damals hatte ich schon meine ersten Probleme, die Sims zu spielen. Das ist damals sehr langsam geworden und Teile haben gar nicht mehr funktioniert. Und ja, dann habe ich eben da noch nichts gedacht und habe dann weitergemacht. Und dann vor ungefähr, lasst mich schätzen, 1, 2 Wochen ist dann passiert, dass ich mal eher durch Zufall hinten an meinen Mac rangefasst habe und dann war der richtig heiß und also jetzt nicht richtig, richtig heiß, aber er war warm, sehr warm, was er bis dato noch nie war. Und ja, mein Vater hat dann zu mir gesagt, Macs werden halt warm und das ist nichts Schlimmes und ja. Aber irgendwie, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn es um Elektronik geht, da höre ich immer auf mein Bauchgefühl und ich habe irgendwie ein ganz komisches Bauchgefühl, dass bei dem was nicht stimmt. Und dann habe ich auf jeden Fall heute dann bei denen, wo ich es gekauft habe, angerufen und habe gefragt, also wie sieht's aus, wie ist es, wo ist der Stand der Dinge und was kann ich jetzt machen? Und dann hat der Reparaturmitarbeiter zu mir den Satz gesagt, den ich wirklich von allen Sätzen, ich habe ihn kommen sehen, aber trotzdem, in dem Moment, als er da war, habe ich mich gefühlt, als voll der Lastwagen entgegenkommt. Und das war dann, ja, also ich müsste den dann zu denen bringen und es könnte sein, dass die den dann überprüfen. Und man muss wissen, dieser Laden, wo ich es gekauft habe, ich habe es damals vor
Ja, der ist schon mindestens 8 Jahre alt oder sechs, also so zwischen 8 und 5, also zwischen 8 und 10 Jahren ist er auf jeden Fall. Und er ist bisher immer problemlos gewesen und ja. Auf jeden Fall habe ich den damals in einer anderen Stadt gekauft, die größer ist und die den vertreiben eben. Und ja, war dann so, dass ich da bis dato nicht mehr auch mal hin musste, weil der ja immer gelaufen ist. Und jetzt bin ich heute am Punkt gelandet, wo ich überlegt habe, wie mache ich das jetzt? Einerseits, wie schaffe ich es jetzt weiterhin, mein Sozialleben am Laufen zu halten? Wie schaffe ich es, die Kosten natürlich auch, weil das wird jetzt nicht so, so jetzt nicht der Satz kommen, naja, wir haben nichts gefunden, das ist jetzt gratis. Also das ist jetzt nicht so. Und da ich ja kein, naja, fließendes Einkommen habe, auch wenn meine Eltern viele meiner Kosten übernehmen, habe ich trotzdem eben kein Einkommen wirklich. Und wie mache ich das, wenn die dann was finden? Und weißt, wenn das, wenn's, was sie finden, dann total ultra mega teuer ist? Und wie schaffe ich es jetzt überhaupt weiterhin dann zu arbeiten? Und alle solche Sachen sind mir dann durch den Kopf gegangen. Und wie soll ich das überhaupt aushalten, dass der dann weg ist? Weil es sind ja dann auch Eindrucksveränderungen. Und was ich auch sagen muss, die letzte Zeit wird es eben heller da draußen. Und ich spüre eben schon die ersten Anzeichen, sowas wie, dass ich jede Nacht gerade Kopfschmerzen habe. Und dass ich auch mittags oft Kopfschmerzen habe. Und wow, ich bin gerade schwindelig. Entschuldigt aber bei mir jetzt gerade. Hatte ich schon gestern. Ich habe gerade irgendwie auch noch Kreislaufprobleme. Das könnte natürlich auch der Stress und die Nervosität sein. Und ja, wie mache ich das? Und was mache ich dann jetzt die nächsten Tage? Und all solche Sachen gehen mir jetzt gerade durch den Kopf und ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll und wo ich weitermachen soll. Und ja, ich bin einfach gerade total verzweifelt, weil ich einfach. Das Schlimme für mich ist, ich kann nicht mehr meine Gedanken sortieren. Meine Mutter hat zu mir gesagt, du bist gerade ganz schön wirr. Du schaffst gerade kaum. Ich habe es kaum geschafft, ihr 3 Sätze am Stück zu sagen, ohne dabei viermal anfangen zu müssen. Und ich befürchte, dass ich das jetzt hier gerade auch mache. Also entschuldigt. Aber wie ich schon gesagt habe, ich möchte euch einfach auch mal die andere Seite meines Lebens zeigen. Und ja, entschuldigt, ich schreibe gerade auf. Ich habe noch jemanden angeschrieben, bei dem ich hoffe, dass er vielleicht etwas weiß und mir vielleicht da weiterhelfen kann. Und ja, das war gerade eine Nachricht. Und ja. Aber ich werde jetzt trotzdem noch mal das Video von sich drehen und dann gucke ich nach der Nachricht. Ja, mein Vater hat mir dann gesagt, ich soll auf jeden Fall, ja, ich soll mal gucken lassen und soll mal fragen und eine E-Mail schreiben. Das hat er mir vor ungefähr, ja, letzten Freitag hat er mir das gesagt. Und haben wir Mittwoch. Also es ist jetzt nicht so viel Zeit dazwischen vergangen, aber dennoch. Und ich habe meinen Vater auch noch gar nicht gefragt, was er mir jetzt empfiehlt und was er mir jetzt rät, weil wenn es um Weg geht, da frage ich immer erstmal meinen Daddy, weil der da sich auskennt, weil der damit auch beruflich viel zu tun hat. Aber was er mir wahrscheinlich auf jeden Fall sagen wird, ist, dass ich damit rechnen muss, dass wenn ich es dort abgebe, dass es dann Minimum 3 Tage nicht da ist. Und ja, wenn 3 Tage die ganze Welt sind, weil frühestens abgeben kann ich ihn heute, also frühestens abgeben werde ich ihn heute. Also wundert euch nicht, dass mein Zimmer so dunkel ist, aber bei mir ist der Rollladen komplett runter und wir haben eigentlich gerade noch um die Morgenzeit rum, also ja, ich habe auch schlecht geschlafen, aber naja. Ja, frühestens abgeben kann ich ihn dann auf jeden Fall heute. Und dann ist er auf jeden Fall nicht kriege ich ihn nicht wieder vor Montag. Und da ich ja, dann muss ich ja überlegen, wie ich denn. Dann ist ja noch die Frage, ob irgendwelche Reparaturen anstehen oder irgendwelche anderen Sachen, und dann kann ich eigentlich schon davon ausgehen, dass ich den vielleicht erst nächsten Freitag wiederbekomme. Und wenn dann einfach eine Woche und ein paar Tage sich wahrscheinlich anfühlen werden wie 10 Jahre. Und ja, es ist einfach ganz blöd. Und gut,
Ich weiß einfach auch gerade nicht, was ich machen soll. Ich weiß jetzt nicht, was die beste Idee ist, die ich tun kann. Wenn ich es jetzt abgebe, dann ist es natürlich 3 Tage weg. Und dann, wenn es dann 3 Tage weg ist, dann kann ich nicht einfach so weiterarbeiten. Wenn ich es nicht abgebe, dann frage ich mich die nächsten 5 Jahre immer, wenn er ein bisschen warm wird, was ist denn? Und wenn ich jetzt ein komisches Bauchgefühl habe und ich jetzt sage, naja, mal drauf gucken lassen, vielleicht ist nämlich irgendwas, das stimmt was nicht, dann sollte ich vielleicht meinem Bauchgefühl folgen, aber mein Kopf sagt mir, ja, was denn nix ist. Und mein Herz sagt mir, ich will ihn nicht hergeben, das sind viel zu viele Eindruckveränderungen. Und ja, naja. Ich werde euch jetzt dennoch, was sich nicht ändert, so schnell ist, wir holen jetzt unser Querdenker-Quiz raus und ich werde euch schon versuchen, die Karte zu lesen. Und jetzt hoffe ich mal, dass da eine kleine kommt, weil ich werde jetzt sicher keinen Marathon lesen. Und okay, das würde ich mal Glückstreffer nennen. Auf den ersten Versuch. Also, du bist Architekt. Oh, ich kenne einen. Das ist lustig. Dem muss ich diese Querdenker-Quizfrage auf jeden Fall stellen. Das Haus soll durch Umlegen von 2 Streichhölzern und so umgebaut werden, dass der Gilben auf der linken Seite steht. Giebel. Entschuldigt. Und ich zeige euch jetzt wie immer die Karte und dann werde ich euch. Wartet. Entschuldigt, immer noch ungewöhnlich. Ja, das war's dann für heute. Am Freitag werde ich euch ein kleines Update-Video hochladen. Nicht nur zum Thema meinem Computer, sondern einfach mal ein Update bezüglich zu mir. Und dann werden wir mal sehen, was sich bis dahin getan hat. Und ich möchte euch auf jeden Fall. Ich möchte euch entschuldigen, dass ich euch jetzt so ein verworrenes Video hochlade, aber naja, ist eben die andere Seite meines Ichs und ich möchte, dass ihr irgendwie so viele Seiten von mir kennenlernt, wie ihr Lust habt oder wie eben möglich sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt oder was ihr jetzt machen würdet. So ein paar Tipps und Ratschläge können, glaube ich, nicht schaden. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmar@outlook.com. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche bis zum Freitag. Tschüss!